Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Johannes Trojan, das Hünengrab. Das Ganze ist von rechteckiger oder länglich-runder Form, die durch eine Einfassung von großen, aufrecht stehenden Steinen gebildet wird. Innerhalb dieser Einfassung liegt die eigentliche Grabkammer. Sie besteht aus einem kleineren Kranze großer Steine, die auf der Innenseite roh behauen und geglättet sind. Sie heißen Tragsteine oder Träger. Auf ihnen liegt der Deckstein, der gleichfalls innen glatt behauen ist. Die Tragsteine ragen etwa 1 Meter aus dem Boden hervor. Der Deckstein, einer Tischplatte ähnlich, ist manchmal von großem Umfange und bedeutendem Gewicht. In der Lüneburger Heide ist ein Hünenbett mit einem Deckstein, dessen Gewicht auf 360 Zentner geschätzt wird. Der Deckstein eines Hünenbettes in der Altmark soll sogar über 500 Zentner wiegen. Wir können uns nur schwer vorstellen, wie es in alten Zeiten, als es noch keine Maschinen gab, möglich gewesen ist, diese gewaltigen Steine fortzubewegen und übereinander zu häufen. Es muss das unsägliche Mühe und viel Zeit gekostet haben.